Du hast eine neue Soundbar und willst jetzt sofort loslegen. Aber warte, da gibt es ja verschiedene Anschlüsse. Und welcher ist denn jetzt überhaupt der richtige? Hi, hier ist Joshua von HiFi.de. Soundbars sind einfach zu nutzen und verbessern den Sound deines TVs meistens drastisch. Trotzdem kann man schon beim Anschließen was falsch machen. Mit diesem Video will ich dir erklären, wie du deine Soundbar richtig anschließt und wie du deinen Fernseher passend einstellst. Als erstes solltest du schauen, ob Soundbar und Fernseher HDMI-Anschlüsse haben, die mit ARC oder IARC gekennzeichnet sind. Falls du keinen findest, kannst du eigentlich direkt zum nächsten Kapitel skippen, denn dann musst du deine Soundbar sowieso anders anschließen. Falls du einen passenden Anschluss gefunden hast, umso besser. Denn wenn du dein TV und deine Soundbar über HDMI miteinander verbindest, hast du einen Vorteil gegenüber den anderen Anschlussarten. Die beiden Geräte können jetzt miteinander kommunizieren. Und wenn du den Ton an deiner Soundbar leiser stellen willst, geht das jetzt auch mit deiner TV-Fernbedienung. Außerdem bekommst du nur bei einer HDMI-Verbindung den besten Surround-Sound, also zum Beispiel Dolby Atmos. Das Anschließen ist dann super simpel. Nimm dein HDMI-Kabel und steck es in den HDMI-Port deiner Soundbar, der dann mit IARC, TrueTV oder ähnlichem markiert ist. Wenn deine Soundbar nur einen HDMI-Anschluss hat, musst du dann auch gar nicht erst überlegen. Das ist der richtige. Die andere Seite des Kabels kommt an den ARC bzw. IARC-Anschluss deines TVs. Wahrscheinlich funktioniert jetzt alles schon, aber um sicher zu gehen, guck am besten noch einmal in die Einstellung deines Fernsehers. Die sehen dann bei jedem Hersteller anders aus, aber guck nach einer Option, die HDMI-CEC heißt. Dort kannst du kontrollieren, ob dein TV automatisch die Audiospuren nun über den ARC- bzw. IARC-Anschluss versendet. Falls deine Soundbar mehrere HDMI-Anschlüsse hat, kannst du hier übrigens zum Beispiel deinen Blu-ray-Player oder deine Konsole anschließen und hältst dir so die anderen HDMI-Anschlüsse an deinem TV frei. Wenn die Verbindung via HDMI nicht möglich ist, kannst du ein optisches Kabel nutzen. Der Anschluss an deinem Fernseher dafür sieht dann so aus. Dolby Atmos gibt es dann zwar nicht, das Maximum ist 5.1 Surround Sound. Auch hier steckst du einfach das Kabel in den jeweiligen Anschluss an TV und Soundbar. Beide sollten sowieso nur einen passenden Anschluss haben, weswegen sich die Frage nach dem richtigen dann gar nicht erst stellt. Geh danach in die Audioeinstellung deines Fernsehers. Geh sicher, dass wenn es eine digitale Audiooption gibt, dass diese eingeschaltet ist oder auf optisch gestellt ist. Manchmal gibt es auch eine Option für das Audiosignal. Das solltest du auf automatisch lassen, außer du hast wirklich keinen Ton. Dann probier dort aus, unter welcher Option es funktioniert. Überprüf am besten vorher, ob auf deiner Soundbar der richtige Input eingestellt ist, denn der ist oft auf HDMI voreingestellt. Dafür hast du dann wahrscheinlich eine Input-Taste auf der Fernbedienung deiner Soundbar. Wenn du mehr über den Unterschied zwischen den HDMI-Anschlüssen und dem digital-optischen Anschluss wissen willst, dann schau doch mal in diesem Video vorbei. Ein paar wenige Soundbars haben einen Digital Coaxial Anschluss. Die Kabel dazu sehen aus wie RCA-Kabel, nur dass sie nur einen einzigen Anschluss auf jeder Seite benötigen und meistens orange gekennzeichnet sind. Außer dass das Kabel anders aussieht, kannst du hier aber dieselben Schritte wie beim digital-optischen Kabel befolgen. Wenn du einen wirklich alten Fernseher hast und deine Soundbar auch einen RCA-Anschluss hat, ist das vielleicht auch eine Option für dich. Das Anschließen ist hier ziemlich selbsterklärend. Das Kabel ist an jedem Ende in einen weißen und in einen roten Anschluss aufgeteilt, die du in den ebenfalls farblich gekennzeichneten Anschlüssen am TV und in deine Soundbar einsteckst. In den Audioeinstellungen deines TVs musst du dann, wenn möglich, analog als Audio-Output wählen. Manche Fernseher senden dann unterschiedlich starke Audiosignale, je nachdem, wie die Lautstärke am Fernseher eingestellt ist. Wir raten dir deswegen dazu, die Lautstärke erstmal auf etwas über die Hälfte einzustellen und dann an deiner Soundbar diese zu erhöhen. Wenn der Ton verzerrt ist, ist wahrscheinlich dein TV zu laut eingestellt. Stell diesen also etwas leiser und probier es erneut. Heutzutage geht doch eigentlich auch alles kabellos. Sollte man dann nicht seine Soundbar auch so nutzen können? Ja, kann man, aber empfehlen würden wir es eigentlich fast nie. Denn viele Fernseher können ihr Audiosignal zwar über Bluetooth versenden und sich auch so mit Soundbars verbinden, aber die Qualität wird hier wirklich um ein gutes Stück verringert und oft hast du auch einen sichtbaren Delay zwischen Ton und Bild. Und das kann wirklich nerven. Hat man aber Soundbar und Fernseher neu vom gleichen Hersteller, dann gibt es mittlerweile auch manchmal die Option der kabellosen Verbindung, ohne Qualitätsverlust, beziehungsweise auch mit Dolby Atmos und Co. In diesem Spezialfall kann man sich dann ohne Nachteile das HDMI-Kabel sparen und hat vielleicht ein noch ordentlicheres Setup. Anschlussmöglichkeiten gibt es also viele. Und ausnahmsweise gibt es auch mal wirklich die eine beste, HDMI.
Aber das heißt nicht, dass ihr nicht mit den anderen auch viel Spaß haben könnt. Habt ihr noch weitere Tipps für die Nutzung einer Soundbar? Schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Hoffentlich konntest du jetzt deine Soundbar richtig anschließen und kannst den nächsten Film mit wirklich perfektem Sound genießen. Dann macht Filme gucken doch einfach auch direkt viel mehr Spaß. Das war's von mir. Macht's gut.